Ja, wie eine Kalzone mit XXL-Teigtaschen. Obacht, jetzt wird es aber so richtig gemütlich. Zunächst für mich, weil euer Rumgejammer dann endlich aufhört. Jo. Jetzt haben wir nur noch zwei. Jetzt haben wir nur noch eine, okay. So, nun wird geschlafen. Ich weiß nicht. Gretchen, Angst. Na, jetzt macht euch mal nicht schlechter, als ihr seid. Ihr seid zwar blöd, aber doch nicht zu blöd zum Einschlafen. Dann wären ja sogar diese pennenden Skorpione da hinten klüger als ihr. Ach, mein Fehler. Die pennen ja gar nicht. Die lauern. Beruhigend. So. Nun haben wir die Kinder zugedeckt. Das ist jetzt gut. Hier der Fernseher. Den können wir doch mal einschalten. Und was? Frag ich Sie. Gibt es Leckereres als ein Fleisch im Teigmantel? Wie das duftet. Eine Kochshow. Genau das Richtige zum Einschlafen. Naja, jetzt habt ihr was zum Einschlafen. Was ist los? Wir haben Hunger. Euch ist zu kalt, ihr seid aufgeregt, ihr habt Hunger. Was kommt denn als nächstes? Aufs Klo müssen, der totale Klassiker. Also eigentlich... Teilt euch Goalies Eimer. Jo, alles klar. Oh Gott. Ich könnte auch an ihren Teigtaschen ein bisschen rumknabbern. Also, würde ich jetzt machen. Ist ja nicht. Nee, wir lassen schon die Kochshow da. Ja, oder halt auch nicht. Wir haben Hunger. Nee. Okay. Wir haben Hunger. Okay. Scheint so, als wären wir hier erstmal fertig. Wie sieht so glücklich aus? Hey, Goon! Teigtaschen. Nur ein Slot, die 25, das Stück. Wow! Wie ich sehe, hast du dich in deinen neuen Job ja schon richtig reingearbeitet. Teigtaschen. Teigtaschen. Was ist denn mit ihm los? Er konzentriert sich. Du bist immerhin sein erster Kunde. Bist du dir sicher? Teigtaschen. Er wirkt irgendwie so somnambul. Teigtaschen. Vertrau mir. Das ist ganz normal. Der Wirt muss sich erst noch an den Symbionten gewöhnen. Der Wirt? Teigtaschenwirt. Eine ganz normale menschliche Berufsbezeichnung. Okay. Okay, die hat ihm irgendwas eingepflanzt. Keine Ahnung. Merkwürdig. Die Frau war mir sowieso merkwürdig genug. Also, naja. Können wir hier noch was machen? Hey, warte mal. Der Brief. Der Brief ist an Bosos Mama adressiert. Mein liebstes Rehlein, ich wünschte, du wärst bei mir. Himmel, was für eine schwülstige Einleitung. Das gibt Abzüge in meiner Online-Rezension. Na, jetzt kommt doch langsam etwas Action in die Sache. Der Dienst an der Front scheint mir nicht gut zu bekommen. Genauer gesagt, ich bin auf eine Organon-Landmine getreten und werde innerhalb der nächsten Sekunden... Arg! In Liebe, dein Papa Boso. PS... Nimm dich vor dem Briefträger in Acht. Ich glaube, dass er heimlich unser Bad benutzt. Zumindest habe ich Unterwäsche mit seinem Namen drauf oben auf dem Spülkasten gefunden. Sergeant Bambi, das war doch früher mal die Freundin von Boso. Wenn wir der diesen Brief geben, dann wird die doch bestimmt fuchsig. So. Was hast du da? Ist das eine Nachricht von der Front? Nichts Geringeres als das. Doch nicht etwa von Boso. Würde ich dich bei einem so ernsten Thema anlügen? Oder würde ich die Schlussfolgerung deiner Fantasie überlassen, in der Hoffnung, dass es mich zufällig weiterbringt? Jetzt quatsch nicht so poliert. Her mit dem Brief. Mein liebstes Rehlein. Sicher, dass der Brief für mich ist? Bambi,
Rehlein, ergibt doch Sinn. Manche Leute werden nun mal zu Poeten, wenn sie tödlich verwundet sind. Was? Oh, sorry, ich wollte nichts vorwegnehmen. Warte mal. Liebstes Rehlein, ich wünschte, du wärst jetzt bei mir, bla bla bla. Genauer gesagt, ich bin auf eine Organon-Landmine getreten. Oh nein. Urso, geht es ihm gut? Tja. Lebt er noch? Sag schon! Oder muss ich dir die Infos in Form von Hirngewebe einzeln aus der Nase ziehen? Hey, hey, immer mit der Ruhe. Ja? Kein Grund, gleich aggressiv zu werden. Ich bin doch nur der Briefträger. Urso ist bei seiner Familie. Am besten, du machst dich sofort auf den Weg. Warte. Hier steht noch was. Nimm dich vor dem Briefträger in Acht. Ach, das Kleingedruckte ist nicht so wichtig. Na los, du verlierst wertvolle Zeit. Stimmt. Ich muss zu ihm. Halte durch, Bozo. Ich komme. Das war einfach. Und ich musste nicht mal lügen. Jetzt neu. Der verbesserte Rufus. Vergessen Sie den herkömmlichen Rufus. Okay. Haben wir hier noch was? Spinntür. Ah. Aha. Ja, hier können wir sie dazu machen. Ich will sie aber eigentlich auflassen. Eine Brotdose. Oh! Ah! Ah! Mit, wie heißt er denn? Cowboy Dodo! Na, dann wollen wir doch mal nachsehen, was Lotti da Schönes in ihrer Brotdose hat. Was ist denn das? Lotti hat ihre Hormone nicht genommen. Vielleicht hatte der Wahrsager doch recht. Und ich dachte schon. Es wäre mal einfach. Ich muss ja zugeben, ich gucke ihn nebenher immer mal so ein bisschen in die Komplettlösung, aber nicht so komplett, sondern nur immer mal so ausschnitthaft, ausschnittweise, naja, ihr wisst schon, was ich meine. Ja, damit ich immer weiß, wie es weitergeht, so ein bisschen so ein Flow drin habe. Genau. Und hier sind wir nämlich richtig. Was treibst du da eigentlich? Ach, nur ein bisschen abhängen! Oh Gott. Dieser Briefträger, ne? Ganz ehrlich. Und hier ist ein Foto von Bozos erstem Buchstabierwettbewerb. Er hatte immer Probleme mit dem L und dem F. Dafür konnte ihm beim E keiner das Wasser reichen. Hallo? Was hat er denn da an? Ach, das ist ein kleines Röckchen, das er sich selbst aus Zahnseide genäht hat. Boah, wie schön. Er hatte Monate daran gespart. Sein Mundgeruch war furchtbar. Huhu, Deponia an Sergeant Bambi. Oh, wie süß. Ein Fifi-Funkelfee-Pyjama. Warum schaut er denn da so beschämt? Ich weiß auch nicht. Eigentlich sollte er mir dabei helfen, sein Bett neu zu beziehen. Was für eine Sauerei. Oh. Oh. Die sind ja vollkommen weggetreten. Tja. Oh, Opa Bozo. Ach ja, die Freundin ist ja zu Besuch. Muttermilch. Hallo, ich bin Amtmann Argus, erzittert vor der tödlichen Pünktlichkeit des Organon. Hervorragend. Du hast meine Muttermilchpumpe gefunden. Was? Ja. Du, Opa? Hier wird nicht gedrängelt. Das Essen ist fertig, wenn es fertig ist. Ist ja gut. Boah. Hey, was soll denn das? Kannst du nicht warten, bis das Essen fertig ist? Aber es riecht schon so gut. Findest du? Eigentlich ist das nur der übrig gebliebene Bratensud. Oh, ich wollte es einfrieren. Nein, das wäre zu schade. Alles in dem Mantel. Wer weiß schon, ob die Menschen in der Zukunft überhaupt noch Bratensud mögen. Da hast du recht. Geh nochmal zu Bozo. Los, hoch mit dir. Du musst für mich bürgen, damit ich zum neuen General des Widerstands vorgelassen werde. Geh weg. Aber... Lass mich mag nicht.
Ach, Boso. Es sind nicht die Schüttelpocken, so viel steht. Aber was hat er? Ach, Boso. Bisschen Bratensoße. Ihm fehlt nicht. Ihm fehlt in Form von gut dosierten Psycho... Ach ja. Wie wär's mit Hormonen? Lieber nicht. Nur ungern denke ich an das Debakel mit meinen Hormonbrötchen zurück. Boso ist einfach unausstehlich, wenn er seine Tage hat. Ist schon ein bisschen ekelhaft. Okay, ich wusste, dass das kommen würde. Irgendwo muss es ja eine Grenze geben. Und die ist genau hier. Sicher. Ich will ja nicht so sehen. Jedenfalls. Ich habe was mit der Muttermilch. Hätte ich eine Idee. Genauso wie mit der Bratensoße. Zur Trümmersiedlung. Zum Rebellenlager. Ich muss Barry davon. Ja, Barry, weißt du schon da Bescheid, oder nicht? Strickladen, Redaktion. Barry. Ich muss mal mit dir reden. Er sieht grimmig besser. Gute Neuigkeiten. Ich habe ein Motiv. Echt jetzt? Was ist es? Komm mit, ich zeig's dir. Oh je. Das ist aber hoch. Heul nicht rum und halt den Fuß, weil ich das, was ich jetzt tue, sei denn das Fuß. Na, dann machen wir. Ich hab da ein bisschen Muttermilch. Ein Kukumoto. Lecker, happy, happy. Und jetzt komm zu Papa, Papi. Hey. Weißt du mal, Boso, eigentlich, was hier vorgeht? Ich glaube ja mal nicht. Lieber nicht, nur ungern. Boso ist. Lieber nicht, nur Boso. Mama Boso hätte die ruhig mal. Tja. Jam, das sieht eine hervorragend. Und wie es aussieht, ganz ohne den Einsatz von Mehlwürmern. Okay. Irgendwie war das noch nicht so heldenhaft. What's up? Ich wollte erst mal die Lage checken. Gehen wir mal raus. Mon Dieu. Wir geben mal die Bratensoße hier dem Kanalisationsrufus. Und würde ich mal sagen, übergießen die Kinder mit so, Bratensoße. So, Rotzis, Essen fassen. Das wird euch schön müde machen. Nom. Alter, Mann, die haben ja vielleicht reingehauen. Und sie haben gerade mal einen Teller übrig gelassen. Und jetzt schlafen sie. Ja, die sind schon süß, wenn sie schlafen. Richtig zum Anbeißen. Der Typ ist ja wieder wach. Aha. Jo. Tut mir leid für dich. I'm sorry. Aber die Musik hier unten ist schön. So ein bisschen melancholisch. Tja. Tja. Ich würde sagen, wir beenden hier mal die Folge. Und ich muss auch jetzt so ein bisschen was machen, ein bisschen was schneiden, ein bisschen was rendern. Ich habe auch noch ein bisschen was geplant. Bedanke. Der schwitzt ja auch übelst. Ja, der Heizstrahler, ne? Na ja, gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Macht's gut. Auf Wiedersehen und ciao.